Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde da draußen, hier zurück zu Project Zomboid. Wir sind immer noch Nerdbird und wir machen uns gerade eben was Leckeres im Bräter. Eine ordentliche Portion Fleisch mit Gemüse wird es wohl werden, was ordentlich den Hunger, glaube ich, reduzieren wird. Hoffen wir zumindest. Oh, wäre das herrlich. Ich würde zum liebsten gleich mehrere solche Sachen produzieren und dann hier nochmal in den Kühlschrank einlagern. So, Geschwindigkeit wieder runter. Ja, ausschalten. Raus mit. So, ich würde mal sagen, wir gönnen uns jetzt hier tatsächlich einfach mal die satte Hälfte davon. Boah, 109 Hunger. Ey, wir werden so pappsatt sein danach. Unfassbar pappsatt. Bäm. Okay, also wir räumen das jetzt hier mal gerade eben mal rein. Was habe ich denn da noch für gefrorene Sachen? Gefrorene Sachen habe ich gar nicht mehr. Ich mache mir mit dem anderen Bräter, den wir haben. Ich habe noch getrocknete Linsen und Reis übrigens und Gelatine. Das nehme ich mal alles mal kurz mal mit hier rüber. Könnte sein, oder auch das Tomatenmark, dass wir das jetzt hier direkt mal benutzen könnten. Muffins werden wir wahrscheinlich nicht herstellen können. Das war's auch schon. Also wir gehen hier hin und machen mit dem Bräter jetzt hier erstmal wieder, ja, wieder Rindfleisch. Solange wir es haben. Dann gekochten Speck. Mais. Was haben wir noch? Gemischtes Gemüse, Tomatenmark. So viel haben wir leider gar nicht mehr. Noch mehr Mais. Also okay, die Portion wird ein bisschen mehr Gemüse haben. Ja, das hat nicht ganz so viel Fleisch. Aber egal. Hauptsache, stimmt, ich kann es auch hier einschalten. Hauptsache, der Mist funktioniert. Und bietet uns lecker Essen. So. Dann werde ich irgendwann mal auch mein Zuhause wechseln müssen. Die Frage ist, traue ich es mich irgendwann mal näher ran? Eigentlich erst, wenn ich besser zu Fuß bin. Ausschalten. Raus mit, nicht, dass der Scheiß verbrennt. Ausschalten. In der Pause kann man das natürlich nicht. Okay, dann kommst du jetzt hier rein. Wir haben hier noch eine frische Grapefruit. Und wir haben noch ein frisches Hackpatty. Pfeifen wir uns rein in die Grapefruit, komm. Gönnung. Volles Gönnungsprogramm. Was ist da oben noch drin? Nur noch ein Geschirrtuch. Spatel, Muffinblech. Ja, damit fange ich, glaube ich, nichts an. Nee, damit fange ich einfach überhaupt nichts an. Bin nur überlegen, ob ich den Scheiß jetzt mal versuche mit hochzutragen. Wir machen das. Ohne Witz, ich versuche jetzt Sachen mit hochzunehmen. Was zu schwer wollte mich... Ja, stimmt, das Ding wird 40 wiegen. Ich muss das alles jetzt hier kurz mal reinpacken, dass ich irgendwie unter die... Ich muss halt 40 frei haben. Wasserflasche. Boah, das wird hart. Ich lage mal alles da drüben rein, was jetzt gerade eben da noch drin ist. Das hier noch. Okay, ich muss es sogar mit der Machete machen. Darf. Ach, das mit der Machete geht es nicht. Shit. Ah, kacke. Dann bringen wir den Scheiß erstmal nach oben. Und dann bringen wir das andere nach oben. Na, hoch mit dir, komm. Hallo. Nein! Warum machst du dieses Fenster auf? Klettere das Seil hoch. Klettere das Seil hoch. Okay, halten wir mal fest, das ist eine beschissene Stelle zum Seil hochklettern. Seil hochklettern. Das ist nicht gut hier. Ich lege jetzt mal gerade eben mal diese Tasche hier auf den Boden. Auf. Also einfach fallen lassen.
So, jetzt wiegen wir nämlich fast nichts mehr. Und ich habe immer noch meine Waffe. Was das Wichtigste ist. So, Kühlschrank mitnehmen. Und dann hoch. Weil dann habe ich wenigstens jetzt hier eine halbwegs sichere Base, wo ich auch halbwegs sicher meine Fressalien lagern kann. Kühlschrank platzieren. Okay, geht da nicht hin. Dann halt dahin. So, der Kühlschrank ist da. Dann können wir diese Tasche jetzt hier auf dem Rücken tragen. Ich sagte, auf dem Rücken tragen. Dann räumen wir jetzt da die Fressalien rein, die wir da gerade eben genommen haben. Genau hier das frische Patty, die beiden hier noch rein. Gelatine, getrocknete Linsen. Okay, das wird da nicht rein müssen. Ich tue es trotzdem. Tomatenmark, Reis. Alles, mit dem ich theoretisch kochen könnte. Und wenn es nach mir geht, hole ich jetzt auch noch den Backofen hoch. Ich hoffe, ich kann den Backofen auch noch jetzt hier hochstellen. Das wäre das Beste. Also, wir droppen das jetzt hier nochmal. Ausziehen, ablegen. Nee, fallen lassen, genau. Zack. Jetzt muss ich den Backofen hoch. Hätten wir schon früher machen können. Aber so wird es jetzt sicherer. Besser spät als nicht. Oh. Okay, ohne Schraubenzieher. Ich kann das Ding nicht. Gut zu wissen. Ich kann das Ding nicht abbauen. Ohne Elektronik 3. Wobei ich jetzt mal behaupten wollen würde, so schwer kann das eigentlich gar nicht sein. Aber das Spiel sieht das so. Ich weiß, dass da Starkstrom involviert ist. Aber Starkstrom auszustecken, sage ich jetzt mal, ist doch jetzt nicht so schwer. Oder bin ich da auf dem Holzweg? Sag mal, halt. Kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt find doch endlich dieses blöde Seil. Also dieses Seil ist wirklich nur zum Runterklettern geeignet, überhaupt nicht zum Hochklettern. Okay, also auf dem Rücken tragen. Gut. Macht der Kühlschrank Kühlschranksachen? Der Kühlschrank macht Kühlschranksachen. Gut. Gibt es eigentlich auch Einstellungen bei einem Kühlschrank? Nee, Kühlschränke haben keine Einstellungen. Gut zu wissen. Ich bin gerade immer noch am Überlegen, ob ich mich raustrauen soll. Oder gucken soll, was passiert, wenn ich versuche, auf einen Zombie zu schießen. Auf diese riesige Distanz mit diesen 308er-Patronen vom Dach aus. Ich meine, kriegen können sie mich nicht, aber wenn ich Pech habe, komme ich halt nie wieder hier runter. Und das wäre nicht sehr schön. Nein, das wäre es nicht. Wie viele Tage sind wir jetzt hier schon am Start? 8 Tage, 9 Stunden. 110 Zombies haben wir getötet. Wisst ihr was, was wir jetzt uns mal gönnen? Wir gönnen uns jetzt mal eine Vollkörperwaschtour. Solange wir noch Wasser haben. Ich gucke mal gerade eben hier in Dusche. Wie viel Wasser ist da drin? Befülle erstmal Wasserflasche. Wasser ist unbegrenzt. Okay, wir waschen uns. Sehr gut. Ah, das war's schon. Dann waschen alle Kleidung. Da sind wir aber ganz schön durstig geworden bei der Nummer. So, Moment. Ich glaube, ich habe noch meine Wasserflasche hier drin, ne? Ja, ich habe sogar beide Wasserflaschen hier drin. Das ist natürlich jetzt nicht so wie geplant. Ihr beide geht jetzt wieder da rein. Dann haben wir noch diese ganzen medizinischen Sachen. Ihr geht alle wieder da rein. Und wir wollen natürlich nicht vergessen, dass jetzt hier wieder Fernsehprogramm läuft.
Irgendwas mit einem Bouncy Bear. Ich rechne damit, dass das hier event... Oh. Was wiegst du? 0,2. Und ich krieg dich hier nicht mehr rein. Ah, okay, doch, ja, 0,2 macht Sinn, dass es da nicht mehr reingeht. Pflaster, Schlaftabletten, Pinzette. Ach, ich habe zweimal Vitamine, ja, das braucht man natürlich nicht. So, jetzt kann ich den Beta-Blocker noch darüber reinräumen. Mhm, mhm, mhm. Bin gespannt, ob wir noch was lernen. Oder ob das jetzt wieder einfach nur sinnlos ist. Den Kreuzschlüssel haben wir dabei. Ich glaube, den behalte ich nicht. Den räume ich mal gerade eben hier noch rein. Also ich werde erstmal nach einem Auto scouten. Oh Gott, was haben wir denn da? Etwas langweilig, etwas unglücklich. Ja, jetzt hast du dir ja deine Zigarette verdient, Junge. Aber denke daran, dass sie schneller zur Neige gehen, als uns lieb ist. Etwas langweilig. Was kann ich denn machen, um das zu verhindern? Eine Zeitschrift lesen. Nehmen. Dann lesen wir diese Zeitschrift. Gut. Dann gönn dir. Danach muss ich das Feuerzeug hier wieder rüberräumen. Das gehört zu den Sachen, wo ich mir wünschen würde, dass sie auch wieder zurückverpackt werden. Dass ich das nicht immer im direkten Inventar haben muss. Ich meine, sowas wie ein Schraubenzieher oder eine Säge räumt der meistens auch wieder zurück. Meistens, nicht immer. Hey, wir sind übrigens mal wieder sauber. Wie nass sind eigentlich diese Sachen noch? Die sind nicht mehr nass. Das ging schnell, dass die einigermaßen wieder am Start waren. Ja, und unsere Müdigkeit nimmt noch weiter zu. Warum werden wir eigentlich so schnell müde? Ich weiß es nicht. Ich lass mal... Nee, ich behalte das Desinfektionsmittel doch noch da. 19 Uhr. Wir haben den Kühlschrank hochgeholt. Ja, legen wir uns hin. Wir werden wieder viel zu früh wach sein, aber vielleicht heilt ja unser blödes Bein über Nacht. Ich glaub's ja nicht, aber... Ja, natürlich nicht. Die Hoffnung stirbt wie immer zuletzt, ne? Okay, ich schaue mir gerade noch mein blödes Bein an. Schienen entfernen. Immer noch gebrochen. Immer noch gebrochen. Ach ja. Wir haben Hunger. Gönnen wir uns mal... wo ist denn das hier, was wir angefangen hatten hier? Da von hier. Das leckere Steak. Da mal ein weiteres Viertel. Weil die Hälfte hatten wir schon gegessen. Und dann räumen wir es wieder rüber. Dann haben wir noch einmal eine Portion dafür. Wie sieht es mit unserer Gewichtszunahme an? Wir nehmen immer noch ab. Okay, das ist nicht gut. Dann werde ich das doch jetzt hier voll aufessen. Ich finde es nicht gut, dass wir immer noch abnehmen. Ich will das jetzt endlich mal stoppen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt zunehmen, aber ich möchte es stoppen. Okay. Den Bräter können wir dann in absehbarer Zeit mal wieder nach unten bringen. Aber jetzt lassen wir ihn erstmal nochmal ganz kurz drin. Und wie sieht es jetzt aus mit dem Abnehmen? Wir nehmen immer noch ab. Ungünstig. Kann ich... Oh, warte mal. Ich probiere mal nähen. Ich nehme mal und gucke mal, ob ich irgendetwas reparieren kann. Sitzen. Nähen haben wir nämlich auch noch nicht wirklich benutzt. Das ist eine Tasche. Primär ausrüsten, Gegenstand platzieren. Ich tue es mal primär ausrüsten.
Kann ich jetzt Klamotten damit irgendwie flicken? Da ist ein Loch. Okay, das scheint so nicht zu gehen. Also das Hawaii-Hemd hat ein Loch. Aber wie kann ich das reparieren? Bin ich zu dumm dafür? Ich glaube, ich bin noch zu dumm zum Reparieren, oder? Oder ich bräuchte eventuell andere Klamotten zum Flicken. Ich habe mich mit dieser Thematik noch nie wirklich auseinandergesetzt. Das kann ich nicht mal zerreißen, diesen komischen BH. Was haben wir hier noch drin an Klamotten? Ich glaube nicht. Ah, doch, eine Anzughose. Ich zerreiß mal diese Kleidung hier. So, jetzt habe ich Stofffetzen. Kann ich jetzt was reparieren? Untersuchen. Ja. Loch flicken, Stofffetzen. Jawohl. Okay, das hat funktioniert. Haben wir den Zustand dadurch ein bisschen verbessert? Ah, so funktioniert das also. Okay, dann gucken wir noch die anderen Sachen an. Also Tanktop hat nichts. T-Shirt hat auch ein Loch. Dann untersuchen. Stofffetzen. Und auch repariert. Okay. Schuhe haben kein Loch, lange Socken haben kein Loch. Jeans hat kein Loch, Jacke hat kein Loch. Hawaii auch nicht mehr. Ah, und jetzt hat er es auch ausgepackt. Und wir sehen, dass der Faden sich verbraucht. Also, das ist auch eine neue Erfahrung für mich. Okay, also, wir können jetzt theoretisch Stoffsachen flicken. Wir haben es auch gerade eben. Hat es einiges an XP gebracht? Wo ist denn hier Schneiderei? Wow. Okay. Das ist schon mit schneller Lernerbonus, Leute. Das ist schon mit allen Boni, die das Spiel uns gönnt. Okay. Jetzt warten wir einfach, bis es hell wird. Ich glaube, ich soll in Zukunft einfach dann doch wieder warten, bevor ich ins Bett gehe. Also vor 21 Uhr ins Bett gehen ist Quatsch. Es ist einfach Quatsch für uns. Wir brauchen nicht vor 21 Uhr ins Bett gehen. So, was gibt's dieses Mal hier? Ich glaube, das ist irgendwas wieder was mit Kochen. Oh, pst. Nein, wir haben Nebel. Oh, mit Nebel können wir auch nicht rausgehen. Warum hasst uns das Spiel so sehr? Mit Nebel geht halt auch nichts. Ich guck mal gerade eben, ob ich noch irgendetwas einsammeln kann. Irgendetwas. Okay, es gibt hier noch Faden, den ich mal einsammle. Boxershorts, Trainingsjacke, Kreuzworträtsel, Zeitschriftengedöns. Das nehmen wir mal alles mit rüber. Das unbrauchbare Holz lassen wir liegen. Trainingsjacke, Jacke, Boxershorts. Das sind alles Klamotten, ne, die ich drüben noch hinlegen kann. Also ich sag's mal so, diese Häuser hier haben im Zweifelsfall sehr lange sehr viel Wasser. Das ist eine der wenigen guten Dingen in diesen Häusern hier. Nochmal eine Zeitschrift. Nochmal ein Hoodie. Ich will alles da drüben haben. So, und das räumen wir jetzt hier auch rein, weil der eine Schrank, der hat noch einiges an Platz. Also, diese überflüssige Jacke, der Hoodie, die Boxershorts, Jacke, dieses Nähset, Kreuzworträtselgedöns, weitere Fäden. Okay, das war's hier. Kann ich nochmal meine Machete nochmal flicken? Macht das Sinn? Wie viel würde ich denn reparieren? 13%. Naja, so viel Schaden hat das Ding aber noch nicht. Nee, das hat noch nicht so viel Schaden. Och komm, ey, dieser blöde Nebel. Warum muss das sein?
Ich bin jetzt halt ernsthaft am Überlegen, ob ich jetzt wirklich doch am Ende Sport machen soll. Mal gucken, ob er irgendetwas machen kann, was er mit seinen kaputten Füßen. Also Liegestütze würde ich jetzt echt nicht machen, aber sowas wie Sit-Ups dürfte durchaus drin sein. Komm, was machen Sit-Ups? Verbessert die Fitness bei regelmäßiger Durchführung, führt bei allgemeiner Erschöpfung, erhöht Ungeschicklichkeit. Okay, Ungeschicklichkeit will ich nicht erhöhen. Kniebeuge? Ja, bestimmt nicht. Und hier bräuchte ich Hanteln. Können wir nicht machen in unserem Zustand. Es ist lebensgefährlich, das zu tun. Es fängt hier wieder an, langweilig zu werden. Junge, deine Alternative ist einfach sterben. Schlafen ist nicht drin. Wir sitzen einfach hin und warten. Bis der Nebel nachlässt. Irgendwann wird er schon nachlassen. Irgendwann wird er nachlassen. Hoffentlich kriegen wir keinen Lagerkoller. Einfach nur der Wahnsinn. Draußen wird es dunkler? Hä? Was zum Teufel? Okay, es ist nicht dunkler geworden, der Nebel ist weg. Das ist das, was wir sehen wollten. Okay, das ist das, was wir sehen wollten. Wir können wieder raus. Sauber, wie wir ausnahmsweise mal wieder sind. Moment, ich fülle nochmal meine Wasserflasche auf. Nein, nicht waschen, sondern Wasserflasche füllen. Puh. Ach, guck mal. Manchmal kommen sie dann doch noch her. Kümmern wir uns mal drum. Vielleicht ist er auch einfach über die Brücke gekommen. Ich meine, die Chance ist ja da. Der hat mich direkt gehört. Hat ihm nicht viel gebracht. Eine Puppe, wie niedlich. Wie weit kann ich da rüber gucken? Wisst ihr, der Witz an der ganzen Sache ist, ich frage mich halt, wie viele Zombies in diesem Haus sind. Aber es waren halt, glaube ich, scheiß viele. Ich will da nicht hin müssen. Wir sind hungrig, was mir jetzt egal sein muss. Ja. Vielleicht versuche ich jetzt dann doch nochmal weiter da vorne ein weiteres Haus einzurichten, dass ich ein hinteres Lager habe und ein weiter vorderes Lager. Aber da vorne ist halt alles, aber nicht safe. Ja, wobei, ich sehe da gerade eben nicht mehr so viele Zombies. Ich glaube, die Migrationen haben nachgelassen. Aber wer weiß das schon so genau? Humpel mal voran. Da ist auch nichts drin. Gut. Bei all diesen toten Zombies, die hier rumliegen, weiß ich halt manchmal nicht, habe ich die wirklich getötet? Es gibt ja auch so Zombies, die den Tod faken. Ich glaube, die sehen wir jetzt hier nicht so wirklich. Habe ich nicht dieses Haus jemals durchsucht? Also das Ding hier? Bin mir gerade eben nicht ganz sicher. Ich glaube, nein. Ich sehe hier nämlich noch Scherben. Ich mach's mal trotzdem vorsichtshalber weg. Nichts Brauchbares. Ich glaube, hier waren wir wirklich schon mal drin. Bei dem da vorne bin ich mir noch mehr unsicher. Also wir müssen halt nach wie vor gucken, dass wir vorankommen. Ich habe übrigens nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert. A, überhaupt, dass wir so lange leben. Und B, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass wir früher ein Auto irgendwie uns zu schaffen machen können, aber das Leben ist halt manchmal, wie es ist.
Und unseres ist jetzt halt hier so. Gucken wir mal vorsichtshalber da rein. Ja, wir machen auch mal hier das hier schnell mal weg. Ein Benzinkanister und ein Dachscheinwerfer. Ich glaube, ich gönne mir mal diesen Benzinkanister. Rein aus nostalgischen Gründen. Wisst ihr noch, wie wir früher Auto gefahren sind? Da haben wir Benzin gebraucht. Ich mache mir jetzt so einen Anhänger um den Hals aus einem Benzinkanister. Ich brauche nur noch eine Kette dafür. Dann bin ich der härteste Hund in der Hut. Oh mein... Meine Schmerzen sind weg. Moment. 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 Ich habe keine Schmerzen mehr. Ist mein blöder Haxen geheilt? Nein. Aber ich glaube, es wird besser. So will zu dem Thema, dass das dann das ultimative Zeichen wäre. Nee, aber ich glaube, dass der Bruch weniger wird. Oder weniger schlimm. Vermute ich jetzt einfach mal. Ja, hier sind jetzt wieder eine Menge von denen. Ich freue mich ja so wieder hier zu sein. Es hat direkt ein Food Market gegenüber. Ich würde die jetzt gerne einzeln anlocken. Ah, da kommt schon die erste. Oder der erste. Okay. Gerade von Louisville oder was auch immer. Oder das ist etwas, was der andere Zombie dabei hatte. Den ich schon mal durchsucht hatte. Ich traue mich gerade eben jetzt hier nicht, die Zombies durchzugucken. Ich gebe es zu, ich traue es mich nicht. Ich muss die alle einzeln jetzt pullen. Noch einer besiegt. Okay, die wollten, glaube ich, alle nach Louisville. Die wollten alle nach Louisville. Ich guck mal gerade eben nochmal jetzt hier in diesen Fressalienladen rein. Wenigstens durchs Fenster. Ich habe nämlich den Verdacht, dass unser Bein bald so weit geheilt ist, dass es nicht mehr so schlimm ist. Da ist wirklich keiner mehr drin. Das sehe ich jetzt mal von der positiven Seite. So, mal gucken, was ist da? Ja, jede Menge Essen. Aber nichts davon, was ich wirklich gerade eben brauche. Ja, Müsli könnte man mal mitnehmen, das ist kalorienreich. Gemüsebrühe, alles Dinge, die man später sich holen kann. Es gibt noch frische Sachen übrigens. Müsli-Riegel. Mehr Pasta, Fertiggerichte. Mehl. Also an Hunger sterben wir hier tendenziell nicht. Käse. Eier. Margarine. Joghurt. Ich bin immer so wahnsinnig und traue mich mal hier durch. Was ist da drin? Genau das gleiche. Verrotteter Sack Erdbeeren. Super. Und was ist das da drüben für ein Raum? So eine Art Büro. Ja. Hier noch Zigaretten? Yes! Oh! Okay, wir sind einen guten Schritt weiter.
Leute, ne, danke für eure Aufmerksamkeit. Oh, ich hätte übrigens ordentlich schmausen können. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal noch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Ey, ohne Witz, wenn wir diesen Quatsch. Also, es ist allein, wäre alleine schon ein Achievement, das hier so weit zu überleben, dass unser Bein nicht mehr gebrochen ist. Ich glaube, alleine dafür durfte ich mir einen kleinen Orden anhängen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.